Hi und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Warum bewegst du dich nicht? Ich bewege mich doch. Echt? Ich sehe deinen Namen da im Stillstand. Ja, ich setze gerade ein paar Blöckchen. Ja, Ines ist auch wieder mit dabei, ne? Du setzt ein Ja. paar Blöckchen, ich hau ein paar Blöckchen ab. Bin aber schon ziemlich gut weit. Lava habe ich immer noch nicht gefunden. Wer weiß, wo die Vielleicht. sich versteckt hat? Ja, die Lava wird dich finden, weißt du, ne? Ja, immer. Immer. Also, Eigentlich müsstest du ja. hier hinkommen. Unfassbar. Die ist bestimmt direkt über mir, wenn ich jetzt diese. Ich traue mich nämlich gerade nicht so, diese Blöcke hier abzuschlagen. So, Weil ich habe jetzt Lachen so hast du viel. was durch die Gegend geschoben. Ich habe jetzt hier so viel Erde. Ich werde jetzt hier den Rand so ein bisschen zubauen, dass das ein bisschen versteckt ist. Ja, bitte. Was ist denn das für ein Ton, das ich hier habe teilweise? Das ist schon kein Höhlensound mehr. Es kann aber auch sein, da ich ja jetzt hier so ein Loch aushebe, dass das Lagerhaus als Höhlensound jetzt gilt, weißt Es ist aber. Boah, ich bin so nah an der Lava. Entweder ist die hier drunter oder hier drüber. Ich denke eher drunter. Hast du die Lava gefunden? Nein! Ich habe nur einen Block falsch gesetzt. Das ist für mich ein Grund zum Aufregen. Lass mich nicht diskriminieren. So. Ich klopfe jetzt meine ganze Erde hier um den ganzen Driss hier rum, Ich dieses finde die Weiße. Lava nicht. Ich finde die Lava nicht, ne? Ey, du musst hier gleich mal hinkommen. Und auf Lavasuche Ja. gehen. Such, Ines, such! Ja. Das kannst du dir für morgen aufheben. Das Hündchen machen, ja? Das Hündchen machen. Alter. Jetzt wird's aber Hammer. Das Zu ist das später falsche Stunde. Thema. Naja. Es ist die angemessene Zeit dafür, ne? Dann müsste ich Du das kannst mal Display sehen, aber was ich für dich dann dürfte opfere, ich aber ne? auch die Folge erst wirklich nach 11 Uhr hochladen. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Ich weiß es voll zu schätzen. Ich schicke dir morgen Screenshots. Aber ich hatte ja auch So. gesagt heute Morgen, dass es eventuell bei mir morgen auch nicht klappt. Schon gehst du durch mich durch. Hier, guck mal, ich höre die immer noch, ich finde die nicht. Hast du das hier alles ausgehört? Ich dachte hier, ich suche nach der Lava. Such Ines. Pass auf, ich finde die jetzt. Ja, klar findest du die. Was ist Naja. nichts Wertvolles dabei, ne? Lapis Lazuli, Ist nicht. Redstone oder, Entschuldigung, Redstone. Redstone. Es ist nicht Oh, hier allzu ist wichtig. Kohle und Eisen. Ja, Aber Gott hier sei wird's Dank. richtig laut jetzt. Ja, bau dir Fluchtwege. Oh, das Eisen ist auf jeden Fall schon mal gut. Alter. Ey, das ist echt heftig, wie das hier klingt. Das ist Ja, ja von man, allen aber die Seiten. ist irgendwie weg. Also, sie kommt nicht. Die Lava. Also. Alter! Ah, ja, sprich dich aus, Mann. Nein. Sprich Nein. aus. Nicht jetzt. Kann man nachher machen. Oh Mann. So, hier ist Merkt ein ihr, wie Meer. das immer abdriftet mit Ines? Das ist immer total. Was ist hier mit Aus Ines? den Fugen, Leute! Hast du jetzt die Lava gefunden oder nicht? Nein, ist alles gut, alles gut. Ich habe hier auch übelst viel Wasser gerade. Ja, Wasser habe ich auch gehört. Ich höre Fledermäuse. Jetzt halt nicht, hier drunter ist eine Höhle, das wäre cool, aber nicht so geil. Also, es wäre beides irgendwie, es wäre, ne? 50-50. Ich hatte auch in der letzten Folge gesagt, dass wir nochmal eine Höhlentour machen müssen, weil ich ja erzählt habe, was für eine Diamanten Boah, ja. Ader du da unten hast. Soll ich kommen und helfen oder was soll mir jetzt sagen? Houston, we have a problem. Wie? Ich bin doch hier oben. Ich habe kein Problem. Du hast definitiv eine Höhle hier. Ich komme. Und oben bin ich in dieser Höhle ist, Hallo. Hallo. habe ich auch keine Lavageräusche mehr.
Ich hab die aber noch hier oben. Sie sind hier drunter. Also hier unten ist Sackgasse, hier ist nichts. Ja, dann guck dich erstmal um. Ich mach hier erstmal weiter. Ja, ich gehe mal da hoch. Und wenn du ich soll kommen, dann komme ich mein Inventar. Mach ich mein Inventar noch schnell leer, dann komme ich. Ah, oh, jetzt hab ich die Lava wieder. Ja, die Lava muss zu. Ich hab keinen Bock auf Blubbel hier unten. Blubbel, Blubbel. Ich liebe die Blubbel. Was? Ich bin im falschen Film. Ja, ein wenig. Just a little bit. Aus welchem Film ist denn das Zitat? Ich liebe die Blubbels. Ja. Ist das nicht Nemo? Ja, Nemo? Das ist Nemo. Oh, ich finde den Film furchtbar. Echt? Ja, ich bin so ein Anime-Feind irgendwie. Hier, Animation-Feind. Finde ich nicht schön. Animation-Feind. Echt, nee. Kann ich irgendwie nicht. Ich mag da eher so diesen alten Stil von. Ja, kam ich aber auch lange nicht mit zurecht mit diesen Animationen. Also vor allem, gut, die Pixar-Sachen, ja, komischerweise. Aber nachdem Disney jetzt auch eigene Sachen ohne Pixar gemacht hat, wie jetzt Rapunzel oder auch die Eiskönigin, das sind ja wirklich dann Disney. Nicht Pixar-Disney, sondern Disney. Musste ich auch erst damit zurechtkommen, weil Pixar macht ja keine Gesangsfilme. Weil aus jedem Disney-Film könntest du ja... Hast du was dagegen? Nein, ich bin ja dabei. Ich bin es doch gerade am Erklären. Du kannst ja aus jedem Disney-Film quasi Musical machen. Und ich glaube, Pixar hat da nicht so Bock drauf. Kann man, sollte man aber nicht. Ja. Auf keinen Fall. Und Pixar macht da ja eine andere Schiene. Ne? So ein bisschen. Also kein Pixar-Film ist ja kein Gesangs... Nennt man das so? Musical-lastiger Film? Ja, so. Ein Musikfilm halt, ne? Ja. Obwohl ich ehrlich sagen muss, bei manchen alten Disney-Filmen gibt mir das mittlerweile auch auf den Keks, ne? Wieso? Weiß ist doch gerade das Schöne. Ja, ne, aber... So bei also zum Beispiel... Ja gut, ist das nicht alt, aber bei Küss den Frosch zum Beispiel finde ich das... Bisschen doof. Das kenne ich noch nicht mal. Kennst du den Frosch nicht? Nein. Der ist voll schön, der Film, aber das Gesinge geht mir ein bisschen auf den Driss. Weil das ist ein bisschen zu viel. Die Story ist wunderschön, aber das ist ein bisschen zu viel. Ich kenne das nicht. Genauso wie bei... Keiner. Wie bei der Eiskönigin, da hätten sie auch ein, zwei Sachen weglassen können. Das kenne ich auch nicht. Und du kennst die Eiskönigin nicht? Nein! Ja gut, jetzt animiert... Ich habe auch noch nie Bambi gesehen! Keine Kiste mehr frei. Hast du noch nie Bambi gesehen? Nee. Der ist von 1934 und du hast Bambi noch nicht gesehen? Mhm. Ich habe zwar viele solcher Filme gesehen, aber Bambi irgendwie... Musst du mehr kommen, so ein Bambi. Nee. Nein. Das ist traurig. Das ist richtig. Aber ich kriege mich beim König der Löwen schon nicht ein. Da gucke ich mir ganz bestimmt die Bambi an. Weil, wo ich... Auch wenn es nur eine Zeichentrickfigur ist. Oh. Ich habe letztens auch einen Disney-Abend gemacht, hast du schon bei Facebook gesehen. Da haben wir aber auch Rotz und Wasser geräumt, weil wir König der Löwen geguckt haben. Ich gucke bei König der Löwen eh nur noch den dritten Teil, der ist besser. Der ist am besten. Der dritte? Ja. Wo die zwei im Kino sitzen und den ersten Film kommentieren. Dieser Film ist episch. Ich hab den noch nie, ich hab den, Teile. Aber ich hab den nie gesehen, weil ich weiß, wie er ist. Da müssen wir den mal zusammen gucken, weil ich hab den ja. Ja, ich hab den auch. Ich guck mir den, das muss ich jetzt sagen, ich bin verrückt, aber ich habe mir den aufgenommen. Auf Englisch. Ich habe den auf Blu-ray. Nee, ich habe mir halt nur die Audio aufgenommen und habe den sogar im Auto. Und ich spreche den ganzen Film mit. Und keiner will mit mir Auto fahren, wenn der Film läuft. Kann ich verstehen. Das kannst du nicht verstehen. Bei der nächsten Zootour mache ich den an und dann muss da fahr ich. Da fahr ich und das werde Metz laufen. Jetzt mal ohne Spaß, aber ich hab mir mal vor ein paar Jahren, ich hab ja manchmal so Schlafstörungen und dann, ich hab ja früher als Kind immer Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg gehört und hab mir dann vor einem Jahr oder so nochmal zwei Hörspiele gekauft bei iTunes und ich hab mein iPhone, das mit der Cloud ist das so komisch, aber du kannst Sachen, die in der Cloud sind oder die du nicht auf deinem Gerät eigentlich hast, trotzdem abspielen. Wenn ich dann jetzt seit neuestem Jahr morgens in der Bahn sitze, kommt dann auf einmal, oh, Otto! Da fängt dann der Elefant an zu quatschen, während du vorher noch so ein komisches Lied gehört hast, weißt du? Weil ich ja auf Zufallswiedergabe gemacht habe, ne? Das ist irgendwie.
Fortgeschrittenes Handwerk, was hast du gemacht? Werkbank. Oh. Meine Spitzhacke ist im Arsch und ich habe keinen Bock rauszukriechen, weißt du? So, ich habe jetzt hier oben alles ausgehöhlt. Ich komme jetzt mal zu dir. Aber du bist noch ziemlich nah dran, ne? Ja, ich bin im Kreis. Hier. Ich bin über dir. Ich bin direkt über dir. Problem ist nur, ich komme jetzt hier nicht dran vorbei, weil du hier so dumm gebaut hast. Hey, hier geht's ja runter. Was machst du denn da? Suchst du die Lava ich noch, oder was? Lava, ja. Achso, ich geh mal das hier stört runter. Mich jetzt. Ja, mich auch. Ich bin besessen. Aber jetzt eine richtige Höhle ist das ja aber auch nicht, ne? Nee, da ist nix. Ja, dann Pech. Ja, hier, also hier hinten hört die Lava auf zu gluckern. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus! Hä? Wo ist jetzt der Ausgang? Mama! Hier, bei mir. Komm zu mir. Ich bin am Ausgang. Ja. Hier ist das doch irgendwo, oder? Hier, in die Richtung. Da? Ich hör das überall. Ich schwör's dir, ich hör's überall. Ja, hier wird's lauter. Wie finden wir? Wir müssen diese Scheiße auffinden. Ja, das ist doch nervig. Ich habe auch nichts im Inventar außer zwei Spitzhacken. Und Kohle, ja, mein Gott, das ist aber jetzt nicht so tragisch. Nee, mittlerweile ist ja Kohle echt. Ja, Kohle ist ja überall. Wie Diamanten am Meer, ne? Die Klappe, ey. Ich hab das erzählt, dass ich mit 1,5 Stacks da rausgegangen bin an dem Tag. 244 hab ich. Innerhalb von 3 Tagen und nur in der einen Höhle. Nee, das waren mehrere. Hier ist es wieder weg. Ja. Oh, ich nehme mal die Kohle hier mit. Ach, schön, dass du direkt neben mir bist. Hä? Ja, du bist hier. Ich verstehe das nicht. Wo ist das denn? Ich kapiere es nicht. Ich wisse. Die kann doch nicht so weit weg sein. Nee, vor allem, weil das laut ist. Sonst in Höhlen findest du immer direkt Lava. Und hier suchst du dir jetzt. Wolf. Wie? Oder die ist doch oben drüber. Huch. Ach, weißt du was? Was denn? Also die Lava hält jetzt auf. Wir werden sie irgendwann finden. Ja, jetzt sieht mein Lager auch total zerstört aus. Ich mach das offline. Ich wollte mir eigentlich TNT craften, aber ich habe nur 3 Schwarzpulver. Ich bräuchte 5. Okay. Muss ich mal die Monster anmachen. Nicht jetzt, irgendwann. Ja. Also ich finde dein Ding hier finde ich gut jetzt. Es regnet. Ja, es ist ja noch nicht ganz fertig. Nur halt ja oben die Erde fehlt halt noch, ne? Aber ansonsten finde ich schon schön. Es ist besser als vorher. Wo bist du? Ach da. Wo guckst du hin? Ach, du hast ja deine Werkbank stehen. Ich habe immer noch einen Winterpulli an. Wo bist du hin? Ines? Ja, okay. Ich guck mal, wo sie ist. Bis später. Tschüss.